Servus Leute und somit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie wir diverse Verbindungs- und Serverprobleme bei Warzone ganz einfach beheben können. Mit zwei Schritten und das werde ich euch heute Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine winzige Anmerkung an euch. Und zwar würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder Kommentar da lassen könntet. Mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein wenig greedy klingen, aber versetzt euch einfach mal in meine Lage, ihr würdet euch auch freuen und euch kostet es nichts, also klickt einfach mal unten auf diese paar Buttons und schreibt ein kurzes Kommentar. So viel dazu, würde ich mich eben sehr freuen, lasst uns aber direkt ins Video reinstarten. Und zwar, wir starten einfach mal damit, dass wir unseren Netzwerkadapter resetten. Wie machen wir das Ganze? Einfach mal in die Systemsteuerung gehen. Ich mache das jetzt hier auf Windows 11, ist aber ganz egal, ob ihr das auch auf Windows 10 macht, einfach Systemsteuerung, Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter und dann gehen wir hier links einmal auf einen der vier Links und zwar Adapter hier links auf einen der Links auf Adapter-Einstellungen ändern und dann öffnet sich dieses Fenster hier mit unseren Netzwerkadaptern. In meinem Fall ist es jetzt hier ein Ethernet-Adapter, bei euch kann das aber genauso ein WLAN sein. Das heißt einfach hier Rechtsklick draufdrücken und dann hier braucht ihr Administratorrechte auf Deaktivieren drücken. Dann wird das Ganze deaktiviert. Könnt das hier unten rechts double checken. Und wenn wir ein paar Sekunden gewartet haben, können wir das Ganze auch schon wieder aktivieren. Rechtsklick aktivieren. Dann dauert das einen kleinen Moment, bis sich das wieder mit dem Internet verbindet. Ist aber überhaupt kein Problem. Dauert halt nur kurz. Perfekt, es identifiziert schon das Netzwerk. Und es ist wieder optimal verbunden. Können das hier unten rechts auch checken, Internetzugriff. Können auch schon wieder schließen das Ganze. Und wenn wir hier im Netzwerk- und Freigabecenter wieder zurück sind, können wir hier mal auf den Link hier klicken. Und zwar wieder egal, ob das Ethernet oder Ethernet oder WLAN ist, einfach draufdrücken auf Eigenschaften, auf Internetprotokoll Version 4 und auf Eigenschaften. Und dann hier unten auf statt DNS-Serveradresse automatisch beziehen auf folgende DNS-Serveradressen verwenden und dann gehen wir hier einfach mal auf bevorzugter DNS-Server und dann gehen wir hier 8888 ein, also 4 mal die 8 und bei alternativer DNS-Server 2 mal die 8 und 2 mal die 4. Das Ganze könnt ihr jetzt auch gerne pausieren, das Video und hier das Ganze eingeben. Wenn wir damit fertig sind, können wir hier auch eigentlich schon auf OK drücken, die Eigenschaften vom Internet auch schließen und hier schließen und können auch schon das Netzwerk- und Freigabecenter schließen. Genau. Wenn wir das Ganze dann erledigt haben, sollte wieder einwandfrei alles funktionieren. Wir sind mit dem Netzwerk verbunden, perfekt. Und wir sollten keine Probleme mehr mit Warzone, also mit der Verbindung oder dem Server in Warzone haben. Wenn das euch weitergeholfen hat, dann könnt ihr gerne ein Like, Abo oder Kommentar da lassen. Wenn nicht, schreibt unbedingt einen Kommentar, dann werde ich euch schnellstmöglich antworten. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bedeutet mir sehr viel und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.